Bei Eintracht Frankfurt ist in dieser Saison einiges neu. Der Trainer zum Beispiel, Dino Toppmöller, neue Stars im Team und die Möglichkeit, dass Stürmer Randall Kolo Muani für eine neue Rekordsumme den Verein am Ende der Transferperiode womöglich verlässt. Der Sportvorstand Markus Krösche ordnet bei uns ein die neuen sportlichen Aussichten und wer genau hinhört, hört sehr viel auch über ihn. Jetzt Markus Krösche im neuen FFH Sport Talk mit mir, Sonja Pahl. Wir freuen uns sehr. Markus Krösche, du nimmst dir extra die Zeit, mitten in der Transferperiode, sind noch 3 Wochen für dich zu schaffen, viel Arbeit und trotzdem nimmst du dir die Zeit für das Interview mit FFH. Erstmal herzlich willkommen und vielen Dank dafür. Sehr gerne, Dankeschön. Erste Frage von meiner Seite aus, warst du oft schon im Zirkus? Ja, als Kind war ich natürlich schon öfter im Zirkus. Ich weiß jetzt nicht, wie oft, aber ich war schon öfter mal im Zirkus. Und ich glaube, das letzte Mal vor 5, 6 Jahren, glaube ich, mit meinen eigenen Kindern. Hintergrund meiner Frage ganz klar, als Sportmanager muss man jonglieren können. Hast du dir das da damals abgeguckt? Ja, wahrscheinlich. Aber ist ja nicht nur jonglieren, sondern manchmal muss man ja auch pokern. Das lernt man ja nicht nur im Zirkus. Okay, wo hast du das gelernt, das Pokern? Das habe ich mir selber beigebracht. Aha, okay, alles klar. Hätten wir das schon mal geklärt, aber Spaß beiseite. Natürlich das Thema, das die Eintracht-Fans im Moment am meisten elektrisiert, ist die Frage nach eurem Stürmerjuwel Kolo Muani. Was ist im Moment Stand heute der Stand? Unverändert. Also natürlich wird immer viel spekuliert, ist ja normal. Ich meine, mittlerweile suchen ja auch mehrere Vereine einen Stürmer und da wird natürlich der Name Randall natürlich auch immer gebracht, ist auch normal, aber es hat sich eigentlich jetzt nicht wirklich was verändert. Das heißt, übersetzt, wenn ich da die Frage so stelle, bleibt er Stürmer bei Eintracht Frankfurt? Gut, das muss man sehen. Also es ist nicht unser Ziel, ihn zu verkaufen, das haben wir aber auch schon immer gesagt. Es hat sich auch bisher nichts Neues entwickelt, es gibt auch keinen neuen Stand. Von daher gehe ich jetzt mal davon aus, dass er unser Stürmer bleibt. Aber ehrlicherweise, dafür bin ich dann auch zu lange im Geschäft, als dass ich jetzt da eine 100%ige Sicherheit abgeben kann. Aber was ich sagen kann, ist, er fühlt sich wohl hier. Er ist auch gern bei der Mannschaft. Der weiß auch, was er an uns hat, was er an Frankfurt hat, was er auch an der Eintracht hat. Ist ein sehr, sehr bescheidener und auch ein dankbarer Junge. Von daher sieht es ganz gut aus, aber eine 100%ige Garantie kann ich keinem geben. Wir haben natürlich auch immer so ein bisschen das Ohr an den Fans von Eintracht Frankfurt und die diskutieren sich ja nicht nur gerade über Verbleib oder Nichtverbleib den Kopf heiß, sondern diskutieren auch darüber, wäre es nicht besser, ihn jetzt auf jeden Fall schon zu verkaufen? Naja, also ich glaube, sportlich ist es so, dass er noch viele Entwicklungsfelder hat. Ich glaube, dass er natürlich im letzten Jahr sich gut entwickelt hat. Gerade in der Rückrunde nach der WM hat er das ja auch gerade vor dem Tor, hat er ja auch viele Tore erzielt. Das, was er in der Hinrunde ja noch nicht so gemacht hat, hat sich da auch sehr, sehr gut entwickelt. Und von daher glaube ich schon, dass ich ihm doch nochmal so ein Jahr bei uns gut tun würde. Wir haben auch, ich glaube, dass wir eine gute Mannschaft haben, dass wir auch gerade für Offensivspieler viele Spieler dabei haben, die auch Situationen kreieren können, die Chancen, wo wir uns auch Chancen rausspielen. Und das ist natürlich für einen Stürmer immer wichtig. Von daher glaube ich schon, dass ihm das gut tun würde. Und wir haben ja auch große Ziele mit der Eintracht. Aber letztendlich muss es dann auch ein Stück weit immer das Spiel auch entscheiden. Aber kannst du nachvollziehen, dass die Fans sich solche Gedanken auch machen, die sagen dann lieber, ach, nimm jetzt lieber die 100 Millionen und dann haben wir auf jeden Fall was? Weil ich höre die Argumentation relativ oft frei nach dem Motto, der wird doch nie wieder so eine zweite Saison spielen, wie er die erste gespielt hat bei Eintracht Frankfurt. Ich glaube, dass er noch eine bessere spielen wird, weil er einfach noch sehr, sehr viel Potenzial hat. Er ist ja noch nicht am Ende seiner Entwicklung und wir helfen ihm ja auch dann in diesen Bereichen, sich zu entwickeln, wo er jetzt momentan vielleicht noch nicht so gut ist. Von daher bin ich überzeugt, dass er eine bessere Saison spielen wird. Würde ich jetzt auch ehrlich gesagt mal sagen, weil er hat natürlich auch die EM hier in Deutschland mit Frankreich vor der Nase, gell? Ja, und vor allem letztendlich ist er so, er kennt Frankfurt, er kennt unsere Spielweise, er kennt die Mitspieler, er ist schon angekommen, hat ein Jahr jetzt in Deutschland gespielt, kennt die Bundesliga. Das sind natürlich alles Sachen, die immer gerade im ersten Jahr, wenn jemand aus dem Ausland kommt, natürlich auch immer ein bisschen Zeit braucht und das hat er jetzt. Und jetzt hat er eine volle Vorbereitung gespielt, ein Jahr schon bei uns auch in der Bundesliga gespielt. Von daher sind es bessere Voraussetzungen und von daher bin ich auch davon überzeugt, dass er bei uns noch eine bessere Saison spielen kann. Ist dann am Endeffekt, wenn das Geld lockt, die Namen locken, die größeren Vereine locken, ist es dann am Ende, vielleicht wenn doch die Entscheidung kommt gegen Eintracht Frankfurt, quasi einfach nur eine Entscheidung des Geldes, würdest du sagen, oder der Perspektive?
Man muss mal vorsichtig sein, die Spieler entscheiden sich ja nicht gegen Eintracht Frankfurt, sondern es ist ja letztendlich immer so, dass sie eine begrenzte Zeit haben in ihrer Karriere und dass sie natürlich dann auch, wenn sie sich gut entwickeln, auch im nächsten Schritt gehen wollen. Das ist normal. Ich glaube, das ist in jeder Branche auch so, wenn man sich halt dann auch entwickeln kann und weiterentwickeln kann. Das hat ja nicht nur was Monetäres, sondern es hat letztendlich auch sportliche Zielsetzung, eigene Weiterentwicklung, wie auch immer. Und wir haben ja immer gesagt, dass wir grundsätzlich Spieler verpflichten, um unsere Ziele zu erreichen, dass wir ihnen auch ganz klar aufzeigen, wie wir sie weiterentwickeln wollen, und wenn sie sich dann schneller entwickeln, als es der Club vielleicht macht, dann müssen wir auch eine Lösung finden, dass sie ihre Karriere weiter fortsetzen können. Das ist ja nie eine Entscheidung gegen uns, sondern letztendlich für ihren weiteren Karriereweg, und da hat das mehrere Gründe und nicht nur das Geld. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass man den einfach nochmal so ausarbeitet, weil ja die viele werden ja wahnsinnig inzwischen, was da für Zahlen immer im Raume stehen und was es immer wilder wird. Das hast du selber nach dem Nottingham-Spiel so schön bei uns auch gesagt. Je kürzer die Transferperiode bis zum Ende nur noch ist, desto wilder werden die Geschichten. Wie wild ist es denn aus deiner Sicht jetzt im Moment? Ach, ist eigentlich relativ ruhig. Also ich meine, klar, ist natürlich dann, wie gesagt, die Spekulationen steigen natürlich dann gerade Richtung Ende des Transferfensters. Und dann seid natürlich auch ihr ein Part davon, die dann natürlich dann auch gerne jede Information, jede News dann auch verbreiten. Das ist auch gut so, und auch nachfragen müsst. Und dann gibt es wieder eine Aussage und dann wird es wieder eine Gegenaussage. Und das ist ja normal. Aber es ist echt wirklich jetzt nicht so mega wild. Ja. Macht das aber auch ein Stück weit Spaß, damit spielen zu können, weil das kann ja auch immer helfen. Total. Das macht total Spaß. Ja klar, man kann auch gewisse Dinge lenken. Und mit Aussagen auch gewisse Dinge lenken. Ja, das ist klar. Also deswegen, wir haben, glaube ich, schon verstanden, Eintracht Frankfurt möchte Kolo nicht verkaufen, sondern möchte ihn behalten. Aber am Ende ist nach wie vor tatsächlich immer noch alles offen. Wir harren der Dinge. Wie ist es denn, du bist ja mit vielen anderen Spielern auch noch in Gesprächen. Ein Raphael Boré, der ja ganz entscheidend zum Europapokalsieg beigetragen hat, steht auf der Liste von möglichen Abgängen. Oder wie weit ist es da inzwischen? Ist es tatsächlich der Stand, dass er geht? Das muss man sehen. Ich glaube, dass wir ein offenes Gespräch gehabt haben, gerade als er dann aus dem Urlaub kam und über Perspektiven gesprochen haben. Rafa hat ja auch schon, sage mal, in der Rückrunde oder zu Beginn der Rückrunde auch darüber nachgedacht, eventuell sich zu verändern, was auch völlig okay ist. Zu dem Zeitpunkt war es aber für uns gar kein Thema, ihn abzugeben, weil er natürlich ein wichtiger Spieler war und auch immer ein wichtiger Spieler ist, ne? Das ist ja keine Frage. Aber natürlich, dass die Perspektiven natürlich sich ein bisschen verändert haben und er natürlich schon auch mehr Spielzeit sich erhofft und auch mehr spielen möchte. Und wir haben zwei super erfolgreiche Jahre gemeinsam zusammen gehabt und jetzt muss man halt schauen, wie sich die Zukunft halt gestaltet. Ein Stück weit sitzt er da im Driver's Seat. Er muss eine Entscheidung treffen, wie er seine Zukunft sieht und wo er seine Zukunft sieht, und dann gucken wir mal, was passiert. Um mal das quasi so eine Skala aufzumachen von 1 bis 10, wie wild ist der Transfermarkt jetzt im Moment, so von der Skala 1 bis 10, und wo glaubst du, wird er landen, der Transfermarkt? Auf der 10 irgendwann? Was meinst du allgemein? Skala, ja, allgemein. Ja gut, ich meine, durch den Einstieg von Saudi-Arabien in den Transfermarkt ist es deutlich wilder geworden, als man, glaube ich, alle erwartet hatten. Und da wird sicherlich noch ein bisschen was passieren. Das ist, in den nächsten zwei Wochen ist dann Crunch-Time. Da geht es dann los. Dann, wenn die Spiele gestartet sind, da wird der eine oder andere nervös. Der eine oder andere will dann nochmal was machen. Von daher, das ist aber normal. Das ist jedes Jahr so. Sicherlich ist es dieses Jahr mit dem Einstieg von Saudi-Arabien doch deutlich anders, weil es gerade im Top-Bereich extrem viel Geld jetzt auch in den Markt kommt, die dann wiederum auch Ersatz suchen und somit dann wieder auch Spieler deutlich mehr transferiert werden, vielleicht als es in den letzten Jahren war. Am Ende wird man es sehen, ob es wirklich so ist, aber es ist momentan sieht es dann raus. Kam das überraschend, dass Saudi-Arabien so extrem jetzt eingestiegen ist in diesem Sommer? Es hat sich angebahnt schon. Man hat immer mal so ein bisschen was gehört, dass sie ihre Liga dort positionieren wollen und dass sie auch eine Strategie haben, wie sie ihre Liga positionieren wollen. Und dass sie natürlich mit der Wucht jetzt einsteigen, das war, glaube ich, schon überraschend. Aber das ist halt so. Ich meine, letztendlich ist es der Markt und dann muss man halt mit so einem Player mehr am Markt. Und jetzt muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Wenn ich so die Transfergerüchte in den letzten Tagen und Wochen weiter beobachte oder genauer mehr betrachtet habe, es fischen ja eigentlich viele im gleichen Markt herum. Für Eintracht Frankfurt ist immer der Markt Frankreich und auch der skandinavische Markt sehr interessant. Was ist, ja, in vielerlei Hinsicht, sagen wir es mal so, was ist da dran so interessant?
Ich glaube, das ist jetzt vielleicht ein Stück weit Zufall. Es ist natürlich so, dass der französische Markt natürlich sehr interessant ist, weil unheimlich viele Spieler dort sind, viele auch physisch schon sehr, sehr weit sind, auch sehr früh auch schon in jungen Jahren auch schon zweite Liga spielen und Herren- oder Seniorenfußball spielen und einfach viele gute Spieler sind. Wir beschränken uns gar nicht auf Märkte, ehrlicherweise. Also wir haben jetzt keine Zielmärkte, sondern letztendlich geht es darum, den Spielertyp zu finden, der zu uns passt, der mit dem wir unseren Fußball spielen können, der uns vielleicht mehr Flexibilität bringt, der uns vielleicht mehr Qualitäten in der Spitze bringt. Und da legen wir uns eigentlich nicht auf Märkte fest, aber es gibt halt dann Märkte, wo einfach immer wieder gute Spieler sind. Die Skandinavier machen es gut, die Franzosen sowieso schon seit Jahren. Aber wir gucken einfach nach guten Spielern und da ist uns die Nationalität und der Markt eigentlich vollkommen egal. Da komme ich jetzt nochmal zurück dann quasi auf die Kolo-Variante. Für den Fall, dass er dann weggehen sollte, musst du ja natürlich immer vorbereitet sein. Gibt es da schon Gedankenspiele, dass du sagst, okay, du hast dann einen Ersatz sowieso schon in der Schublade, wo du sagst, okay, alles klar, das wird dann schon. Macht euch keine Gedanken. Ja, wir sind schon vorbereitet. Aber das ist generell immer so bei jedem Spieler bzw. bei jeder Position versuchen wir immer ein Stück weit vorbereitet zu sein, auch langfristig vorbereitet zu sein. Also wir bereiten ja auch unsere Transferfenster relativ früh vor, sodass wir halt nie in Hektik geraten müssen. Ne? Und dann gibt es natürlich Spezialfälle, wo du dann sagst, wenn ein Leistungsträger gehen könnte, dann musst du natürlich auch irgendwo ein Stück weit dich damit vorbereiten, auch wenn du es vielleicht nicht willst. Von daher muss ich keine Sorgen machen. Okay, ich gehe davon aus, dass du keine Namen kommentieren wirst, aber geht es, ich sag mal, Richtung Frankreich vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Achso, du hast keine Ahnung. Achso, Entschuldigung, ja, klar. Ich hab's vergessen. Ja, du hast es vergessen, jetzt genau im Interview, ich verstehe. Ja, schade, schade, schade. Aber vielleicht, um die Fanseele ein bisschen zu beruhigen oder ja, ein bisschen zu messen. Der Fan ist ja in der Regel sowieso immer etwas aufgeregter, als der Sportvorstand es ist oder Sportvorstand es sein muss. In Hessen haben wir ja so einen alten Spruch, Madda mai droppe oder Karl mai droppe, wenn es ganz bestimmt hektisch ist und man sich ein bisschen beruhigen muss. Welche Dosis von Droppe, Beruhigungsdroppe empfiehlst du denn den Eintracht-Fans bis zum Ende der Transferperiode? Ach ja, ich glaube, dass wir die Dinge jetzt ganz gut vorbereitet haben und natürlich ist es immer, wenn ein guter Spieler einen verlässt, ist natürlich immer so ein bisschen Unsicherheit, ist ja klar, gerade auch im Umfeld, das ist ja auch normal. Das gehört auch ein bisschen dazu, wir natürlich, die jetzt im Tagtäglichen damit zu tun haben, sind da entspannter, weil natürlich jeder Abgang natürlich auch immer wieder eine Chance ist, für was Neues, für eine Veränderung von daher ist es für uns nicht so dramatisch und die Leute müssen sich keine Sorgen machen um die Eintracht. Okay, also das heißt, wir halten die Dosis ein bisschen, brauchen nicht kann, so viel. Kann ruhig geringer sein, die Dosis, ja. Die Frage wäre auch, welche Dosis brauchen die Eintracht-Fans an Beruhigungsdroppe für die nächste Saison? Ja, wir versuchen natürlich schon jetzt international wieder ins internationale Geschäft zu kommen und wir haben es ja auch gesagt, dass wir jetzt im Pokalfinale waren und es leider nicht geschafft haben und dass wir da wieder hinwollen. Ne? Und jetzt gerade auch in der Conference League haben wir die beiden Qualifikationsspiele, da ist natürlich klar, dass wir die beiden Spiele gewinnen wollen und dass wir dann in die Gruppenphase wollen. Dann wollen wir auch da so im internationalen Geschäft so weit wie möglich in einen neuen Wettbewerb kommen, den wir noch nicht gespielt haben und das ist dann nochmal ein Anreiz obendrauf. Ja, wir wollen einfach versuchen, auch uns weiterzuentwickeln. Ne? Ich glaube, dass wir uns in den letzten zwei Jahren gut entwickelt haben, dass wir auch die Wahrnehmung extrem verändert haben, nicht nur national, auch international mit dem Europa League-Sieg, mit dem Champions League-Achtelfinale, mit der Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben. Aber jetzt geht es einfach darum, neue Herausforderungen, die wir haben, einfach zu meistern, um uns weiterzuentwickeln, als Team weiterzuentwickeln, als Club auch uns weiterzuentwickeln und einfach auch versuchen wollen, gerade diese Power, die wir bei uns im Stadion haben, einfach deutlich besser zu nutzen als in den letzten beiden Jahren. Also haben einfach zu wenig Heimspiele gewonnen, muss man ehrlicherweise sagen, in den letzten zwei Jahren. Daran wollen wir halt anknüpfen, diese Power aus diesem Stadion dann auch auf den Platz zu bekommen und dass wir am besten jedes Heimspiel gewinnen. Und diese Power soll ja auch ein neuer Trainer aus der Mannschaft herauskitzeln. Dino Topmöller ist seit Anfang Juli hier am Wirken bei Eintracht Frankfurt auf dem Profi-Camp und im Trainingslager mit allem drum und dran. Du hast ihn ausgesucht. Was für einen Eindruck macht er auf dich jetzt vor diesem ersten Pflichtspielstart? Das ist ja das erste Spiel jetzt, wo es um wirklich was geht, am Sonntag gegen Lok Leipzig. Ach, ruhig.
Also er ist da wirklich ruhig und ist gut vorbereitet, hat die Mannschaft auch schon gut vorbereitet jetzt auf den Gegner. Klar, es ist natürlich auch ein besonderes Spiel für ihn, das erste Pflichtspiel. Das ist ja immer so, gerade noch als Cheftrainer in der Bundesliga, oder beziehungsweise ja noch nicht Bundesliga, aber es ist Pokal, so ein Start der Saison, ist natürlich was Besonderes. Und sicherlich wird er auch nervös sein, das ist auch normal, ne? Also, wenn du startest, dann weißt du immer nicht so hundertprozentig, wo du stehst. Vorbereitung ist ja immer, ja, kannst du nicht wirklich messen. Also das wirst du dann sehen, wenn du startest. Aber er ist gut vorbereitet. Die Jungs, generell das Trainerteam macht das sehr, sehr gut. Ich glaube, dass es auch sehr, sehr gut passt zwischen Mannschaft und dem Trainerteam. Er hat eine gute Art, mit den Jungs umzugehen. Ist klar im Inhalt, was er haben will. Natürlich funktioniert noch nicht immer alles. Ist auch klar, das haben wir auch jetzt am Wochenende gesehen, dass da auch in vielen Bereichen auch immer noch Luft nach oben ist, aber das ist normal. Also man sieht aber, dass die Jungs gewisse Dinge, die er einfordert, umsetzen wollen, dass das mal besser, mal weniger gut klappt, aber das ist ein Prozess, wo wir auch alle wissen, dass er noch etwas andauern kann, aber ich glaube, es passt sehr, sehr gut. Man hat so insgesamt den Eindruck, er konzentriert sich extrem auf seine Arbeit und weniger auf das Drumherum, was man ja auch ganz oft in diesen heutigen Zeiten erlebt, dass dann Trainer sagen, okay, ich muss erstmal hier eine Duftmarke setzen, muss ich mich hier erstmal präsentieren und so weiter. Das macht er ja eigentlich so in der Form gar nicht, sondern konzentriert sich wirklich auf die Arbeit und auf das, was er erreichen möchte. Ist das auch etwas, wo du sagst, genau deswegen habe ich ihn auch geholt? Ja, ein Stück weit. Wir sollten uns alle auf die Arbeit konzentrieren, ne? Aber letztendlich geht es darum, dass wir Eintracht Frankfurt nach vorne bringen, dass wir uns entwickeln, dass wir erfolgreich Fußball spielen. Da geht es im ersten Moment erstmal darum, uns auf die Arbeit zu konzentrieren. Und Dino ist jemand, der total gerne Trainer ist, der leidenschaftlicher Trainer ist und der einfach auch eine klare Idee von Fußball und auch klare Prinzipien hat. Und dort geht es darum, einfach dann mit Arbeit das umzusetzen und auch zu implementieren in eine Mannschaft. Und letztendlich ist es dann, alles andere kommt dann automatisch, wenn du erfolgreich bist. Aber in erster Linie steht erstmal die Arbeit im Vordergrund. Und das ist sicherlich das, was für Dino auch extrem wichtig ist. Er ist ja vom Typ her auch nochmal eine etwas andere Art von Trainer jetzt im Verhältnis. Also er ist jetzt nicht für uns draußen beobachtet bisher, so der große Lautsprecher. Auch wenn man ihn aber auf dem Platz erlebt, gibt er sehr klare Anweisungen und ist da auch sehr deutlich. Aber für die Leute noch so ein bisschen, noch nicht so richtig greifbar. Ist das etwas, was du auch so beobachtest oder hast du einen ganz anderen Eindruck? Na gut, ich meine, wir arbeiten tagtäglich zusammen, von daher ist natürlich der Eindruck deutlich anders. Aber ich glaube, einfach, das ist, er hat seine Art auch zu führen, seine Art auch ein Stück weit Dinge anzusprechen. Das, glaube ich, hat jeder Mensch, jeder Trainer ist da unterschiedlich. Ich glaube, man sollte auch nicht den Fehler machen, irgendwelche Dinge zu vergleichen, weil das macht überhaupt gar keinen Sinn. Sondern es geht einfach so, er hat seine Art. Es ist wichtig, dass er authentisch ist, das ist er. Die Jungs müssen die Sachen annehmen, die er gerne haben möchte und die er einfordert. Und wie er das dann vermittelt oder so, das ist halt seine Art und seine Entscheidung dann auch und letztendlich auch so, wie er als Mensch ist. Aber der wird schon an Wahrnehmung gewinnen. Davon gehe ich auch aus, wenn die Ergebnisse stimmen oder auch nicht. Dann ist ja jedes Mal das gleiche Spielchen, das kennen wir ja auch. Aber wenn du dann jetzt so die ganze Entwicklung der letzten Wochen oder der ersten Wochen von Dino Topmöller beobachtest, mit der Mannschaft, die Testspiele, ja, da hängen wir dann mal so langsam den Mantel des Schweigens drüber, weil das war halt einfach noch eine Entwicklungssache, das hast du ja eh schon gesagt. Aber du hast auch nach dem Nottingham 0-0 gesagt, ganz klar, nächste Woche gegen Leipzig muss es krachen. Siehst du jetzt schon, dass es gegen Leipzig krachen wird im spielerischen positiven Sinne? Ja, was heißt, das Krachen war darauf bezogen, dass wir natürlich das Spiel gewinnen wollen. Ne? So, also wir haben jetzt in der Vorbereitung vielleicht nicht so viele Spiele gewonnen, ist für mich aber auch ehrlicherweise zweitrangig. Weil es geht letztendlich darum, um die Arbeit auf dem Platz, im Training und da eine hohe Intensität zu haben. Und natürlich ist es schön, wenn du ein Spiel gewinnst. Und das ist letztendlich immer das Ziel, wenn du ein Spiel spielst. Aber das ist für mich jetzt keine Bewertung, ob das in der Vorbereitung gut oder schlecht war. Und das war jetzt eher darauf bezogen, dass wir halt jetzt das Spiel gewinnen wollen, weil wir wollen, wie gesagt, Lok Leipzig schlagen und dann in die nächste Runde einziehen. Genau, das wäre meine nächste Frage auch. Sonntag steht dieses erste Pflichtspiel gegen Lok Leipzig jetzt vor der Tür. Regionalligist, hat schon zwei Spiele in der Liga gespielt, ist also quasi schon ein bisschen warm gelaufen. Einmal gewonnen, einmal verloren. Wie betrachtet ihr so einen Gegner? Ja, hochprofessionell, wie jeden anderen Gegner auch. Also wir analysieren sie genauso wie jeden anderen Bundesligisten auch oder internationalen Gegner, weil es eine gute Mannschaft ist und sie auch ihre Qualitäten haben, ihre Fähigkeiten haben und so ein Pokalspiel werden sie auch alles reinhauen. Das ist doch ganz normal, sie spielen zu Hause. Deswegen machen wir die professionelle Vorbereitung genauso wie bei jedem anderen Spiel auch.
ist im Kopf, im Hinterkopf irgendwo noch, dass vor 2 Jahren der neue Trainer, der damals neue Trainer, gleich im DFB-Pokal in der ersten Runde ausgeschieden ist? Nee, überhaupt nicht. Also ich beschäftige mich A, mit dieser Vergangenheit relativ wenig und schon mit negativen Dingen schon mal gar nicht. Sehr gut, alles klar. Also das positive Denken ist das an vorderster Front. Ja, und eine Woche später ist ja dann schon der Auftakt auch gegen Darmstadt 98 in der Fußball-Bundesliga. Als du das gesehen hast, die Ansetzung, hast du gesagt, ach du meine Güte, oder hast du gesagt, hey, besser geht's ja gar nicht zum Anfang? Finde ich auch, besser geht's nicht. Also für mich war es ganz klar, dass es besser geht's nicht, denn zu Hause zu starten gegen Darmstadt, perfekter Start. Was findest du an so einem Bundesliga-Aufsteiger wie Darmstadt 98 auch interessant? Ach, ich bewerte es natürlich mal aus der Perspektive, wie arbeiten die Leute dort, ne? Und dann muss man sagen, die haben einen sehr, sehr guten Job gemacht in den letzten Jahren generell auch. Haben wir auch ein neues Stadion. Und ich habe in Darmstadt noch, als sie in der Bundesliga waren beim letzten Mal, mit dem alten Stadion und wie sich jetzt das entwickelt hat, muss man den Verantwortlichen ein Kompliment machen und sind verdient auch aufgestiegen. Wir haben sie auch im Pokal gehabt, war eine harte Nuss. Wir machen es richtig gut, mutigen Fußball und von daher freue ich mich auf das Spiel. Ich glaube auch, das haben sie noch sehr schwer im Hinterkopf, die Darmstädter, dass sie hier gegen euch verloren haben. Das war ja auch, das hätte ja auch anders ausgehen können, das Spiel damals. Was glaubst du, wird Thorsten Lieberknecht sich was überlegen gegen euch? Keine Ahnung, ist auch nicht mein Thema. Also wir überlegen uns was gegen sie. Das wollte ich hören. Ja, Markus Grösche, das ist, glaube ich, jetzt erstmal so die wichtigsten Themen, die Eintracht-Fans Stand jetzt interessieren, die wir abgearbeitet haben. Und ich komme ganz am Ende nochmal zurück zu Randall Kolo Muani. Die Transferperiode endet am 1. September. Ich habe jetzt hier eine Idee. Solltet ihr das schaffen und Randall ist am 2. September noch Spieler von Eintracht Frankfurt, dann kriegt ihr von uns was ganz Besonderes. Okay. Ihr kriegt von uns ein VIP-Paket für das nächste Spiel der FFH-Fußballmannschaft, eine Einladung für Randall und dich, mit einem unterschriebenen Trikot natürlich, wie sich das gehört. Wir fahren euch zum nächsten Spiel. Das Spiel wird Mitte September sein. Der Gegner steht noch nicht hundertprozentig fest. Werdet ihr da dann dabei? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Dann gucken wir mal, dass wir es auch realisieren, ne? Ja, ist jetzt dein Job. Ja, teilweise schon, ja. Gucken wir mal. Dankeschön, Markus Grösche. Sehr gerne.